I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyr's target before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please, my faith is in your heart. Ja, was passiert denn, wenn ich dich rette? Oder wenn ich dich nicht rette? Game over? Also für dich gehe ich noch mal gucken. Ja. Stirb. Gehen wir mal ins Crash-Schiff wieder. Ich muss ja irgendwo was finden. Dun, dun. Ja, mach ruhig noch mal die Tür zu. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Warte mal. Kann ich dich nicht mitnehmen? Aua. Hallo. Oh, Mann, hast du Käsequanten, Junge. Ist das widerlich. Ich bin da voll mit dem Kopf gegen gesprungen, Alter. Wo erstmal eine Dusche. Lebensessenz ist doch Blut, oder sehe ich das verkehrt? Ich bin... Keine Ahnung, irgendwie komme ich durcheinander. Keinen Bock hier auf 40 Minuten lang durchzudümmeln und nichts zu tun. Was heißt nichts zu tun, nichts zu schaffen? Auch wieder so eine weiße Beule. Hier überhaupt? Hallo? Hallo? Ne, auch nix. Ey, das ist doch... Warte mal, kann ich das Bild irgendwie abheben oder so? Oder dich? Du bist echt hässlich, ne? Okay, darauf jumpen können wir auch nicht. Keine Ahnung. Was mir jetzt halt einfallen würde, der da, weil der da so schön hängt. Weil hier waren ja nur die Foltergeräte. Ja, ja, bla bla. Komm ich auch. So, bitte. Vor allem verstehe ich, was dieser Schrank da soll. Ja, das ist echt widerlich, Alter. Okay. Das hier ist so ein schwuler Gang, ne? Lang und dunkel. So, hier hätte ich die andere Kugel gefunden. Der Warnschrift, der schrie, als er langsam gefehlt wurde.
Es war nicht schwierig, den Willen des Opfer zu brechen. Sie wollen, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter, er war anders als die anderen. Sie werden ihn neu vergessen lassen. Alter. Der wird da mit dem Arsch draufgesetzt, ne? Ist das ekelhaft. Wie gesagt, irgendwie passt mir hier was nicht. Ich habe zwar die Kugeln, ich habe auch das Gift und den Schleim, da bin ich sogar selber drauf gekommen. Ja, was ist drauf gekommen? Just for fun habe ich das mal gemacht. Aber Just for fun stimmt ja auch nicht so ganz. Das hing da. So. Okay. Der Vergewaltiger hing kopfüber, seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Das ist jetzt ein Scherz. Alles klar. Okay. Da kann ich direkt zum Einsatz gereinigt werden. Okay. Na, wo kommt das Monster? Ist mir scheißegal. So, das muss ich nochmal zum Stier finden. Wie finde ich denn zum Stier, Alter? Ah, muss ich gerade rüber? Oh Gott, ich will nicht gerade rüber. Ich werde den Weg, in die ich das auch immer gehe, über diese Röhre, ja? Weil wir müssen dieses komische Ding hier erstmal destillieren, das Blut. Alter, ein Maul, dann müsste ich dich töten. Alter, ich hab so Schiss, ne? An diesem Tag starb etwas an ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davon machte, war mehr als er Verstand ertragen konnte. Ich bin immer noch müde, Alter. Okay. Jetzt geht's ums Ganze. Wie abscheulich, dachte er. Gute Männer können glücklich sein über ihre Abreise, denn sie sind nichts als eine Belastung für die Menschheit. Man wird sie nicht vermissen. Ich hab doch die Bitch getriggert, Alter, das weiß ich doch. Bin ich eigentlich voll am Leben? Nein. Nennen wir das mal. Weil der Ficker hat mich einmal geschlagen, ich war fast tot. Der ist hinter mir. Ich warte. Ich muss warten. Ich sehe da hinten was. Hier ist es nur der Staub, der Dampf. Ganz ruhig, Tobias. Das ist mein Spiel. Das dich deine Nerven kostet.
Substanz muss erst gereinigt werden. Die da? Was? Wie reinige ich denn Blut? Ja, 7, ne? Quasi. Aber wo kann ich jetzt, wo finde ich denn 7? Da, 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 da ist nichts. Warte mal. So. Okay, wir haben ja alles, aber ich brauche eine große Menge. Ich habe ein ganzes Glas voll. Wie kann ich es denn destillieren am besten? Ich brauche ja quasi so einen Feuerstein, um das Feuer anzuzünden, oder? Oder ich mache es so. Wieso nicht? Du miese, fiese, kleine Fotze. Das war jetzt echt gemein, wa? Okay, das Monster kommt noch nicht. Kann ich das so wieder ausmachen? Nein. Kann ich das gleich aufs Feuer setzen? Nein. Nee. Führt diesen Rohr, dieses Rohr denn hin? Etage höher. Ins Querschiff? Kann das sein? Das könnte sogar sehr gut sein. Aber wieso kann ich es denn nicht direkt im Stier destillieren? Geht der nicht mehr auf? Das ist ja der komische. Komm schon, geh irgendwie auf. Ist doch Bullshit. Mach ich ihn jetzt? Wieder raus und dann das Querschiff oder was? Ich habe keine Zunderbuchse mehr. Ich habe jetzt aber das Stierteil angemacht. Das könnte oben im Büro. Das Rohr. Ist da? Was ich meine? Aber was macht das da denn? Das wird total unlogisch. Weil... das ist ja, da bildet sich ja Dampf eigentlich nur, wird erhitzt. Ja. Passiert ja nichts. Was soll ich mit dem Teer machen?
Hätte ich Teer da rein? Nee, ich hätte auch nichts mit dem Teer machen können. Ich kann ja nicht da reinstellen. Alter, ich bin überfragt bei diesem Scheißspiel. Was soll das? Okay, ich werde, ups, ich werde als nächstes halt mal gucken, dass ich wieder ins Büro komme. Soll nämlich dieses abgefuckte Monster nicht kriegen. Das ist hundertprozentig abgefuckt. Aber ich bin noch abgefuckter. Go, go, go! Ah, gut. Alter, fast eine Folge lang nichts auf die Reihe gekriegt, ne? Aber muss man auch erstmal drauf kommen, dass man da die Luke aufmachen sollte und sich Blut rausnehmen muss. Okay. Ich habe alle Ingredienzien. Und jetzt werde ich mal gucken. Wieder ins Querschiff kommen. Ja. Der sagt doch nicht irgendwie gut gemacht oder so. Jetzt verstehe ich das Rohr auch. Oder auch nicht. Stehe ich nicht. Kann sein, dass das irgendwie hier rumgeht und dann hier wieder zurück. Und dann gib ihn. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Die Leiche ist weg. Okay, ich hab wohl was richtig gemacht. Nee, das ist hier da. Okay. Ich dachte schon gerade. Schade. Aber ich glaube, ich habe es trotzdem richtig gemacht. Jetzt gehe ich hier schon hoch. Wieso kommst du hier nicht raus? Was soll das? Ich bin enttäuscht. Ich würde sagen, das war's mal wieder mit Amnesia. Ja, ich hoffe es gefallen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht sind wir dann endlich fertig. Also vielleicht komme ich dann endlich zu Daniel und kann ihm... Nee, gar nicht, ich bin der Daniel. Vielleicht komme ich dann endlich zu Alexander und kann ihm so richtig schön meinen Meißel in den Rücken stechen, weil ich ja bis jetzt noch kein Messer gefunden habe. Und naja, wir haben ja jedenfalls alles. Oh, ich freue mich. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.